Stress auf der Antivirus-Demo, das ist bestimmt ganz, ganz nice. Wenn den ganzen dummen Menschen, die eine Antivirus-Demo machen, da hab ich richtig, richtig Bock drauf, Digga. Da hab ich richtig, richtig Bock drauf. Ich frag doch nur nach. Ich möchte nicht hier filmen. Er labert doch bloß Scheiße. Ich würde da mit dem ja nicht reden. Bin ich völlig korrekt. Na, oh. Ich stell doch Fragen. Ja, aber ganz schön überspitzt. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin bei der Anti-Corona-Demo. Davon gibt es ja tausende Videos hier auf YouTube. Ey, so viele, unglaublich. Und gestern wurde noch ein ZDF-Team nach dem Dreh verprügelt. Und das habe ich auch gehört, ne? Einfach, ich habe das Interview dazu gesehen. Da wurde einfach das ZDF-Team, die haben was gedreht und dann waren sie fertig und plötzlich kamen 15 Leute auf die Züge ran und haben auf die eingeschlagen. Ganz krank. Ich dachte, komm, gehe ich doch mal hin und schaue mich selbst um, frag mal die Leute, was sie machen, was ihre Meinung ist und insgesamt, was hier so passiert. Und hier wird schon mal eine Menge gebrüllt, das kann ich sagen. Also ist da wirklich, glaube ich, offiziell Trottel vereint auf einem Platz, ne? Da? Es ist natürlich schwer, die Abstände einzuhalten bei den neuen Regelungen. Deswegen habe ich ein Mikro, das sind 1,80. Dementsprechend kann ich Interviews führen und bin trotzdem weit genug weg, ohne Ärger mit der Polizei zu kriegen. Das ist natürlich sehr geil. Haben Sie was zum Corona-Thema zu sagen? Ihre Meinung dazu? Sicherheitsabstand ist da. Sind Sie zum Meditieren hier oder streiken? Sie haben gerade den Marvin angebrüllt. Weil im Abstand muss man ein bisschen lauter reden. Das stimmt. Versteht man sich nicht. Also ich glaube, dass sehr viel übertrieben ist. Ich habe keine Angst vor Corona. Alter. Ey, was haben die für T-Shirts an? Erkennen, erwachen, verändern. Und so einen Illuminatenpyramide im Wasserkopf über, oh mein Gott, nein. Alter, schämt ihr euch nicht? Schämt ihr euch nicht? Warum nicht? Da brauchen wir auch keine Angst mehr haben. Warum? Ja, warum sollte man Angst haben? Was machen Sie da fleißig? Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht mit den Journalisten reden, Simon. Was für Simon? Robert! Oder so, wie kann er heißen? Hans! Ich hab dir gesagt, du sollst nicht mit denen reden. Du hältst die Fresse jetzt, ich rede. Warum? Ja, warum sollte man Angst haben? Was machen Sie da fleißig? Sie stehen. Wofür? Fürs Dasein. Und haben Sie Angst vor dem Virus, dass Sie noch krank werden? Nö. Florenzer sterben so viele Leute mehr wie an diesem Corona. Nö. Corona. Das sagt schon alles, oder? Alles Schwachsinn. Gibt's Coronavirus oder nicht? Das ist ja eine Grundfrage erstmal. Kann ich Ihnen nicht beantworten. Haben Sie keine Meinung zu? Bestimmt habe ich eine Meinung, aber das kann ich Ihnen nicht beantworten. Okay. Meinen Sie, die ganzen Leute weltweit haben sich so zum Sterben verabredet? Ja, sind denn die Leute, wo man das sagt? Ist echt so, Digga, du hast recht, einfach besser. Das sind wie die beiden von TV Total damals, der Klaus und sonst was weiß ich, wie die Frau hieß, die zwei, wo die Frau ihn immer geschlagen hat. Oh, hältst du den Mund? Das ist echt so, Digga. Das war immer so gut bei TV Total, die beiden. Auch obduziert worden? Die sind bestimmt an das anderen gestorben. Aber ist es nicht solidarisch, wenn der Kleine nicht kann, dass der Große hilft? Nö, sehe ich anders. Das haben sie an schweren Vorerkrankungen sind die alle gestorben. Und Corona auch, war der Schubs. In Italien sind die alle an ihren schweren Vorerkrankungen gestorben. Steht. Haben sie im Parlament, sie im Parlament gestern verkündet? Guckt einfach mal mehr. Im Parlament haben sie es. Was kann ich denn gucken, um mich zu informieren? Ah, da gibt es genügend. Mir fallen die gar nicht alle ein. Auf jeden Fall nicht ZDF-AD. Warum seid ihr nicht demonstriert? Ingrid und Klaus, genau. Habt ihr Angst vor Corona? Nee. Kiffst du? Nee. Das sind Zigarette. Die sieht aber sehr komisch aus. Hallo, warum bist du denn hier? Weil ich. Ach, du bist Aaron, oder? Ja, ich bin Aaron. Sehr cool. Sicherheitsabstand? Der nächste YouTuber. Ja, aus dem gleichen Grund wie du. Ich will den Leuten zeigen, was hier los ist. Ungefiltert, ungeschnitten im Live-Bericht. Ja. Weil mir die Pressedarstellung nicht gefällt. Das Warum ist nicht? Komplett verzerrt. Es wird in der Regel von rechten Verschwörungstheoretikern gesprochen. Wenn wir uns aber hier umschauen, kannst du wahrscheinlich bestätigen, ist das eine sehr bunte Mischung. Es ist eine Mischung, wie ich sie noch nie erlebt habe. Die rennen hier mit dem Mikrofon rum und wissen nichts. Ja, und will mich.
Die rennen hier mit dem Mikrofon rum und wissen nichts. Später gehe ich noch zum Smexi, der macht noch normale Party, der feiert noch ein bisschen und dann saufen wir zusammen ein. Oh mein Gott. Cringe, der nächste YouTuber, Digga, die war echt so. Ich möchte den Leuten hier ungefiltert zeigen, was hier eigentlich los ist. Mir gefällt der Pressebericht nicht. Ich möchte mich einsetzen. Du bist doch der Aaron, oder? Mensch, schaut mal. Hier ist der nächste YouTuber. Von Ihnen bilden lassen. Nein, wir können sich nicht bilden lassen. Ich bin ja selber noch dabei. Ach so. Ich halte es für eine übertriebene Panikmache. Natürlich, das ist eine Krankheit, die kann schwere Verläufe. Die redet so auch, dass sie so mit ihm redet, aber gleichzeitig für den Stream so redet so, weißt du? Ja, genau, sehe ich auch so, wie mein Chat so. Ja, genau. Ich sehe das als brutale Panikmache. Haben, wenn man ein Risikopatient ist oder einfach Pech hat, aber für den Großteil der Bevölkerung ist es nicht gefährlicher als viele hundert andere Krankheiten auch. Sie müssen mir auch mal was zurückgeben. Na, warum sind Sie denn erstmal hier? Um das Grundgesetz zu verteidigen. Was wird denn da gerade gegen gemacht, was Sie verärgert? Ja, das hier zum Beispiel. Das verärgert mich. Jetzt sind wir drin. Ich habe das Gefühl, sind mehr Pressevertreter als Leute, die demonstrieren. Die meisten sitzen auf dem Boden und meditieren. Also ich bin der Meinung, dass unser Grundgesetz komplett flachgelegt wurde und wir einfach mittlerweile fast nichts mehr zu sagen haben, laut Merkel. Ihr habt ja eine Versorgungslage, da ist ja schlimmer als in der Provinz. Aber was ist denn, sagen wir mal, sag jetzt einfach mal angenommen, es ist gar nicht so schlimm, Corona, wie das jetzt gesagt wird. Was ist denn daran jetzt so ultra schlimm, sich mal ein bisschen anzupassen und die älteren Leute zu schützen, indem ihr das Virus nicht verbreitet, die daran sterben können, weil die vielleicht eine Vorerkrankung haben und ihr die dann mit Corona ansteckt? Das ist doch nicht so schlimm. Ihr könnt doch trotzdem vieles machen. Es geht ja nicht darum, um euch einzuschränken, um euch eure Rechte wegzunehmen. Ja, bei mir läuft eigentlich. Und ich möchte das ändern. Ich möchte selber mir was sagen. Ich möchte nicht, dass Merkel über uns weiter regiert, weil ich bin das Volk. Wir alle sind das Volk und wir haben das Sagen. Ja, Digga, wir können froh sein, dass wir in einer Demokratie leben. Dass wir so eine Kanzlerin wie Merkel haben. Dass wir nicht in Nordkorea oder sonst wo sind, wo eine Diktatur herrscht. Weil da bist du am Arsch und nicht mit Merkel hier. Also wenn ich du hast deine Pfaffen, die für dich einkaufen, oder was? Nee, ich gehe selbst in den Supermarkt mit Maske. Mit Maske? Ja, gut. Also auf meiner Maske steht, küss mich, ich bin ja tot. Alles eine Lüge. Gibt's nicht? Nein, gibt's nicht. Aber es sterben ja so viele Leute, ist ja nicht so, dass... Es sterben jährlich an einer Erkältung 25.000 Menschen im Jahr. Das finde ich immer das Geilste, wenn die Leute anfangen, damit zu argumentieren, da 2014, da sind viel mehr gestorben, bei dem sind viel mehr gestorben und da sind auch viel, viel mehr gestorben. Das ist, Corona ist gar nicht so wild. Aber sehe ich das falsch oder geht es nicht eigentlich eher darum, da gar nicht wie viele daran gestorben sind, sondern um diese Steigung der Infektionen zu vermindern, dass es eben nicht passiert, dass so viele Leute dadurch sterben, um das zu verhindern? Oder sehe ich das falsch? Es geht doch darum, zu verhindern, dass so viele dadurch sterben. Und deswegen die Präventionsmaßnahmen. Ja, in Deutschland. Der labert doch bloß Scheiße. Ich würde da mit dem ja nicht reden. Ja, der labert echt nur Scheiße. Das ist doch nur Müll, was ihr da erzählt. Ja. Aber ich frag doch nur nach. Ich möchte nicht gefilmt werden. Ich frag doch nur nach. Nein, ich möchte nicht gefilmt werden. Ja, mach aber das Ding weg, Alter. Ja, lass ihn doch. Ich frag doch nur nach. Ja, mag ja sein. Er möchte nicht gefilmt werden. Haben Sie verstanden? Aber dann braucht er nicht von hinten reinbrüllen. Er möchte nicht gefilmt werden. Ist echt so, der mischt sich in den Dreh ein, aber will nicht... Warum hat er zum Beispiel so einen Mundschutz, der gar nichts nützt? Der braucht einen FFP3-Mundschutz. Wie gesagt, wir sind keine Verschwörungstheoretiker, gar nichts. Ja, meine Kinder dürfen nicht in die Kita. Aber ist es bei den Kindern nicht lieber super sicher sein, als irgendeinen Fehler machen? Bei den Kindern? Ja. Es wurde doch erwiesen, dass bei den Kindern das nicht so extrem sein soll. Ja. Also das ist doch... Das sagen doch Fachleute und keine Spinner. Das wir... den Virus brauchen, um uns weiterzuentwickeln und wir gar nicht wirklich feststellen können mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, ob es jetzt Covid-19 oder eine andere Sache ist. Wenn wir unseren Kindern jetzt den Atem verbieten und den Austausch von Bakterien, wie sollen sich da ein Immunsystem entwickeln? Aber soll das nicht in Maßen stattfinden, anstatt alle auf einmal? Und kein so Lappen. Aber dann brüll doch nicht rein. Guck mal, ich frag doch nur nett, du brüllst rein, dann frag ich.
für wahre Demokratie, für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Selbstverantwortung. Wir, der Werktätigen. Danach und dann diskutierst du nicht. Was würdest du machen? Ich würde sofort sagen, Lockerung, zack, alles wieder auf Anfang. Ich frag ja nach, warum die Leute hier sind und krieg nicht so die richtige Antwort. Und wenn ich nochmal nachfrage... Weil jeder seinen eigenen Grund hat, hier zu sein. Warum sind Sie denn hier? Mein Grund ist die Verteidigung der Grundrechte. Warum muss sie gerade verteidigt werden? Weil sie eingeschränkt sind durch die Corona-Gesetzgebung. Und warum ist es nicht gut, dass sie dadurch eingeschränkt sind? Weil es niemals gut ist, Grundrechte einzustellen. Wie die auch nicht zur Sicherheit? Oh ja, die wäre die Sicherheit. Guck, der geht immer wieder in die Kamera, der Typ. Die Sicherheit über das Recht steht, wird alles verlieren. Und das wollen wir auf keinen Fall. Und wie würden Sie es machen? Na, ich würde die Sicherheit nicht übers Recht stellen. Das Recht steht über allem. Gibt es Corona? Fangen wir mal so an. Ich würde die Sicherheit nicht übers Recht stellen. Wenn man damit anfängt, wo soll denn das enden? Wenn man, also ich weiß, dass Aaron, dass es so zusammengeschnitten ist, natürlich, dass das Video unterhaltsam ist und provokant und wirklich zeigt, wie viele Dumme es gibt. Aber wenn man da anfängt, wo soll denn das aufhören? Wir müssen auf ein Level kommen. Hast du Angst, dass deine älteren Liebsten krank werden? Nein. Nein. Ihre Fragestellung drängt in eine gewisse Richtung. Das in welche? Ist nicht schön, als Journalist so macht man sowas nicht. In welche? Na, in eine Richtung, die sagt, die Leute, die hier sind, haben einfach keinen Durchblick und wissen nicht, was sie tun und wissen nicht, warum. Nee, ich komme nur her und will mich informieren und fragen, ja, was die Leute denken. Ja, aber da müssen die Fragestellung an. Aaron will ihn aber auch schon gut provozieren, ne? Und deswegen sind wir ganz genau. Die ist doch besoffen, oder? Ja, die Frau wird das sowieso. Ob gestern, ob heute. Tut sie auch was dazu, dass die Leute hier einen schlechten Ruf haben? Sie haben sich ja gut artikuliert und gut geantwortet und dann ist das so. Ich bin sofort da. Ja. Und wissen Sie, bei jeder Demonstration bildet sich ein Querschnitt der Bevölkerung ab. Und der Querschnitt der Bevölkerung gehören auch die Verrückten dazu und die haben genauso das Recht. Impfen kann Nervenschäden verursachen. Im Jahre 2009 wurde der Gegner, Der versucht gerade seinen eigenen Text vorzulesen und scheitert. Die dagegen demonstriert haben. Liest du das gerade zum ersten Mal? Wie? Liest du es jetzt auch zum ersten Mal? Nö. Achso. Ja, war so an. Okay. Achso. Noch eine letzte Frage von mir. Man sagt, hier ist ja sehr viel. Ist echt so geiler Subsound. Corona. Oh. Gewaltbereitschaft. Gestern wurden die Kollegen vom ZDF angegriffen. Ja, das ist eine Sache, die gar nicht. Wenn die Presse angegriffen wird, dann ist wirklich, das ist so wie der letzte Zipfel wirklich zum Chaos. Weil das ist eine Sache, egal was ihr wie berichtet, mit welcher Funktion, was ihr jetzt rausschneidet oder drin lasst oder sowas. Ich schütze euch. Ja, fühle ich dich, Niki. Die fünfte Gewalt im Staat. Ja. Die will einfach nur Malle zurück, ne? Corona. Oh, Corona. Oh, die würde jetzt am liebsten zur Fanmeile auch gehen. Ich kann kurz auswählen, dass die Berichterstattung im Nachhinein halt in die Richtung ging, die du gerade gesagt hast. Dass auch dann wieder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, also Menschen, die keine Ahnung haben oder die ja irgendwie komisch dargestellt werden. Und das machst du häufig und deshalb. Guckst du meinen Kanal? Ich, ab und zu gucke ich mal rein und informiere mich. Ja. Und dann sehe ich, dass du Leute oft darstellst, die... Ich stelle Fragen und schneide die und höre mir die Antworten an. Du stellst auch zum Beispiel Behinderte falsch dar. Dieser Typ, der bei der Venus gesagt hat, mega geil. Du kennst geil. Meine Venus-Videos? Genau, auch die gucke, ja. Sehr schön. Ja, ich gucke auch Pornos, aber warum sage ich deine Venus-Videos? Unsererseits gibt es keine Vorurteile. Auch das ist ein Behinderter. Es ist wirklich sehr, sehr unangenehm für Aaron, Digga. Das ist schon, es ist schon wirklich richtig unangenehm für ihn, ne? Der Mensch und nicht stellst du da, als wenn er ein Affe ist. Und deshalb finde ich das scheiße, was du machst, mein Freund. Deshalb sage ich das hier. Das ist auch dein gutes Recht. Ja, schön. Ich stelle doch Fragen. Ja, aber ganz schön überspitzt. Du hast eine ganz schön spitze Zunge. Ich frage doch nur nach. Ja, aber die Art und Weise, wie du fragst, du bist nicht objektiv. Wie soll ich denn objektiv fragen? Frag mich doch mal objektiv oder frag doch den Kollegen objektiv jetzt. Das ist doch nur Gelaber. Das ist doch nur. Dich habe ich immer gefeiert, aber jetzt nicht mehr, Junge. Jetzt ist es vorbei. Alter, wirklich die Inbrunst von diesen dummen Menschen, Digga. Und wenn es, sagen wir mal einfach angenommen, dieses Corona ist alles übertrieben und nicht. Und was ist daran jetzt so das Ende?
der Menschheit. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle nicht mehr gar nichts machen dürfen und sonst was. Alter, Deutschland, wir haben es noch voll gut im Vergleich zu anderen Ländern, Mann. Übrigens, ich wurde gerade angemeckert, was ich hier für einen Scheiß drin, was für ich für ein Idiot bin. Und Marvin ist ja immer hinter der Kamera dabei. Und da kam einer auf ihn zu und meinte, ich habe dich bis jetzt gefeiert, aber dass du mit Aaron so eine Scheiße machst, jetzt nicht mehr. Das tut mir leid. Jetzt hat Marvin einen Follower weniger, 50% verloren. Dementsprechend geht er mal wieder zu Marvin rüber. Abonniert den Kanal, weil da kommt demnächst was ganz Großes. Sorry, Marvin. So, meine Lieben, das war's von der Marvin gucke ich aber auch nicht so gerne, aber das war schon richtig bescheuert. Die Corona-Demo, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Jetzt muss man sich erstmal bedanken. Erstmal danke an alle Leute, die für ihre Meinung auf die Straße gehen. Super gut, vielen Dank. Ob ich die Meinung teile oder nicht, geil. Vielen Dank an die Polizei, dass sie alles sichern. Und ich glaube, die Polizisten hätten auch gerne samstags frei und würden Eis essen mit der Familie. Aber die sind da und arbeiten und ihre Arbeit ist nicht einfach. Ja. Und vielen Dank an die Leute, die heute die ganze Zeit... Im Hintergrund stimmt, der liegt mit dem Schirm wieder da. ...reingebrüllt haben. Und wenn ich die dann im Interview haben wollte, gesagt haben, nee, mach nicht. Das sind die größten Luschen. Ey, wirklich, ihr seid die größten Pfeifen. Geht nicht schlimmer. Aber was ich gut finde, wenn sich Leute eine Meinung bilden. Und das sollt ihr auch machen. Lest verschiedene Medien, macht eine Meinung für euch klar. Und wenn ihr die habt, vertritt die. Und dann auch vor der Kamera. Aber bitte nicht wie so eine verrückte Frau. Weil, ey, ganz ehrlich, das wirkt nur lächerlich. Also manchmal muss man sich auch über die Außendarstellung einen Kopf machen. Und da wie so eine 12-Jährige bock ich dann singen und guck, Alter, was ist los? Alter, kein Wunder, warum manche sich über Anti-Corona-Leute lustig machen. Gab aber auch ein paar gute in dem Sinne. Macht euch eure Meinung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Ich will so doll habt ihr nicht mal auf der Gamescom abgestaubt. Ich will nochmal den Corona-Dance. Und das wollen wir auf keinen Fall. Tut sie auch was dazu, dass die Leute hier einen schlechten Ruf haben? Sie haben sich ja gut artikuliert und gut geantwortet und dann ist das so. Ich bin so. Hey, ich rede mit dir. Er schreit so rein, obwohl er gerade mit jemand anderem im Interview ist. Das sagt doch schon alles. Hey, hallo, ich rede mit dir. Digga, du bist doch nicht der Mittelpunkt der Erde, Digga. Corona. Oh, ob gestern, ob heute.